Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es um meine teuersten Pieces aus meinem Kleiderschrank. Los geht's. So Leute, in dem heutigen Video möchte ich gerne mit euch über meine teuersten Pieces reden, ob sich das Ganze gelohnt hat, was das Ganze ist und meine Meinung dazu. Ich habe verschiedenste Sachen ausgesucht, das sind natürlich nicht alle Sachen. Ich habe so ein paar Sachen, ein Paradebeispiel einfach hier aufgehangen und mitgebracht. Und wir gehen die Sachen durch und ich sage euch ganz ehrlich jetzt einfach meine Meinung dazu, ob sich sowas lohnt. Und ja, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Piece. Fangen wir an mit dem Thema Jeans. Bei dem Thema Jeans habe ich hier zum Beispiel, ich war mal auf einem relativ krassen Saint Laurent Trip. Oder ihr werdet die Marke auch immer wieder in meinen High-End-Designer-Sachen finden. Und ich habe mir relativ viele Sachen von Saint Laurent gekauft. Und im Endeffekt unter anderem auch Jeans. Ich habe jetzt hier zwei Stück mal mitgebracht. Ich zeige euch die ganz kurz. Eine Plain Jeans. Nichts Großartiges. Hat eine ganz nice Waschung, aber so gesehen so ein bisschen Rips, aber nicht offen oder so. Und die ist ganz cool, hat keinen Stretch und so. Man merkt schon, dass es eine sehr, sehr gute Qualität ist. Aber wenn man überlegt, dass solche Hosen im Schnitt so irgendwie 400-500 Euro kosten, würde ich euch ganz klar davon abraten. Also eine Jeans, eine gute Jeans oder generell eine Jeans, würde ich euch empfehlen, so circa bis maximal 100, 150 Euro auszugeben. Alles andere finde ich persönlich zu teuer. Das war auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Fehlkauf. Die zweite Variante, die ich jetzt hier habe, ist meine Ripped Jeans. Ich muss dazu sagen, das ist eigentlich kein Fehlkauf, weil ich diese Hose sehr, sehr feiere. Die hat hier diese Knie-Rips und so weiter, hat eine sehr, sehr geile Waschung und ist eigentlich eine meiner Lieblingshosen. Allerdings auch da würde ich euch einfach empfehlen, holt euch einfach eine günstigere Variante. Wenn ihr das Geld habt und das ganze Geld dafür ausgeben möchtet, dann macht das gerne. Aber wenn ihr auf Biegen und Brechen euch solche Sachen kaufen müsst, dann würde ich euch definitiv davon abraten, erst recht Designer Jeans. Wir gehen im Laufe des Videos noch darauf ein, was ich empfehlen würde zu kaufen und was nicht. Und Jeans, und hier ist die dritte Jeans, die ich euch zeigen will. Die ist nämlich von Gucci. Und das ist sogar eine der Jeanshosen, die ich am wenigsten getragen habe. Ich glaube, ich habe die im ganzen Zeitraum vielleicht 2-3 Mal angehabt. Obwohl sie sehr, sehr nice ist, ich trage sie einfach nicht. Ich weiß nicht genau warum. Ich war damals richtig verliebt, als es die Hose gab. Ich habe mir die direkt gekauft und im Endeffekt war es ein riesiger Fehlkauf und ich würde das Ganze nicht nochmal machen. Dementsprechend, wenn ihr Designerhosen feiert, ob es jetzt D-Squared, was weiß ich, Saint Laurent oder habt ihr nicht gesehen, würde ich definitiv von abraten. Wenn ihr euch eine normale Jeans kauft, seid ihr fast im gleichen Qualitätsrahmen. Gut, ein bisschen Qualitätsunterschied ist schon da, aber im Endeffekt, die Hosen tragen sich genauso durch wie eine Hose von Zara und Co. Dementsprechend würde ich von Jeans, Designer Jeans abraten. So Leute, machen wir weiter mit dem Thema Schuhe. Bei dem Thema Schuhe habe ich auch vier verschiedene Paar hier mitgebracht. Ich habe noch mehr Sachen, noch mehr Schuhe. Die habe ich jetzt, wie gesagt, nicht alle mit. Aber wir gehen die Sachen einfach mal durch. Als Schuhpaar Nummer 1 habe ich hier, die sind auch so Saint Laurent Sneaker. Die sind sehr bekannt. Da gab es ich glaube Kanye West hat die mal getragen. Und die habe ich mir damals mal gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die heißen. Ich habe es einfach vergessen, weil ich sie so selten benutze. Aber es ist ein ganz bekannter Schuh. Und die sind auch schon gut runtergerockt. Also der Schuh war auf jeden Fall kein Fehlkauf und ich denke, wenn man in Sachen Designer geht, kann man in Schuhe schon investieren. Allerdings müsst ihr damit rechnen, dass die Sachen nicht die komfortabelsten sind. Also Designer sind auf jeden Fall nicht dafür bekannt, dass Schuhe mega komfortabel sind. Und da kommen wir schon zum zweiten Paar Schuhe. Und das sind die Gucci Ace Sneaker. Die habe ich mir damals, als der Hype kam, vor ein paar Jahren, direkt gekauft in diesem Schlangenmuster. Und seit mehreren Jahren gammeln die quasi bei mir im Schrank. Sie sind eigentlich zu abgerockt, dass ich sie verkaufen würde und ich würde es auch keinem anderen zumuten, die zu tragen. Dementsprechend, solche Schuhe zum Beispiel muss ich erst eintragen, sodass das Ganze auch bequem wird. Würde ich dementsprechend auch eigentlich von abraten, aber ja, ist jedem selber überlassen, ob er Geld für sowas ausgeben möchte. Ich werde es in Zukunft auf jeden Fall vermeiden. Vielleicht gezielte ein, zwei Pieces, wo ich dann weiß, die sind langfristig auf jeden Fall gut angelegt, die kann man immer wieder rausholen und sind dementsprechend wirklich nice. Da würde ich das Ganze machen, aber bei sowas hier mit so, ich sag mal, relativ wilden Sachen drauf, würde ich es eigentlich definitiv von abraten. So, kommen wir zum Thema Boots. Und bei Boots habe ich hier einfach mal beispielsweise meine Saint Laurent White Stiefel mitgebracht. Sind mega bekannt, sind auch sehr angesehen in der Modeszene, aber ich muss sagen, aktuell
treffen sie gar nicht den Zahn der Zeit. Ich werde sie auf gar keinen Fall verkaufen. Ich habe sie in braun und in schwarz, mit diesem Metallpatch hier oben dran, aber ja, mit dieser Metallkette. Wie gesagt, sind sehr, sehr coole Dinger, aber ich, wie gesagt, das ist immer eine Modesache bzw. eine Stilsache. Ich bin jetzt nicht der Typ, der Tag und Nacht in so Rocker-Geschichten sich sieht. Es gibt immer mal so Phasen, wo man sowas tragen kann, und aktuell definitiv meine Phasen nicht dafür, und dementsprechend gammeln die im Kleiderschrank, und für so rund 1000 Euro würde ich definitiv von solchen Sachen abraten, sondern eher ein bisschen mehr casual, also ein bisschen mehr Schuhe, die so, ja, vielseitiger einsetzbar sind als sowas hier. Das sind schon sehr spezielle Schuhe für einen ganz speziellen Look und sind sehr nice. Wie gesagt, sind auch wirklich bekannt, werden auf dem Secondhand-Markt immer noch krass gehandelt, aber wie gesagt, ich werde sie nicht verkaufen, aber nochmal kaufen würde ich sie auch definitiv nicht. So, und dann kommen wir zu einem weiteren Saint Laurent Boots, den ich auf gar keinen Fall bereue, wo ich sage, da ist das Geld sehr, sehr gut angelegt gewesen. Natürlich preis-leistungstechnisch ist eine Ansichtssache, aber hier sind zum Beispiel diese Desert Boots von Saint Laurent, die ich mir damals sogar Secondhand gekauft habe. Der Daniel hatte die zuerst, ich habe sie mir dann irgendwo Secondhand noch kaufen können, und diese Schuhe sind auf jeden Fall sehr gut angelegt, weil sie sind so vielseitig und zeitlos, dass ich sie immer wieder einsetzen kann und immer wieder zu Outfits kombinieren kann, wo ich mich drin wohlfühle. Dementsprechend, das ist wirklich einer meiner Lieblingsschuhe, und da habe ich das Ganze wirklich mit Bedacht gut gekauft und kann auch zufriedenstellend sagen, dass ich das Ganze auch immer wieder kehrend anziehe. Im Gegensatz zu anderen Schuhen, wo ich sage, das ist immer nur ein zeittechnisches Thema. Immer nur ein Moment, wo man sowas tragen kann. Dafür dann so viel Geld auszugeben, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde es auf jeden Fall davon abraten. Die Schuhe sind sehr, sehr nice. Nur noch ein kleiner Tipp, es gibt immer wieder Alternativen, die sehen fast genauso aus. Zu jeder Wintersaison kommt sowas raus. Also ihr müsst für sowas nicht so viel Geld ausgeben. Solche Schuhe gibt es zum Beispiel von Saint Laurent auch gar nicht mehr. Das ist immer eine bestimmte Season, wo es was gibt. Und sowas bekommt ihr eigentlich nicht mehr. Aber ja, Secondhand würde die den vielleicht noch bekommen, aber sind auch sehr relativ selten. Und hierzu sage ich, ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe damals. Ich glaube 600 Euro. Und das Secondhand. Ja, auf jeden Fall viel zu viel Geld, aber trotzdem ist es einer meiner Favorite-Schuhe. Kommen wir zum Thema T-Shirts. Und Thema T-Shirts ist ja eigentlich so das, was in einem Outfit im ersten Moment am meisten, ich sag mal, neben Sneakern auffällt, wenn man ein T-Shirt trägt. Und dann habe ich jetzt hier einfach mal beispielsweise vier T-Shirts mit dabei, wo ich euch auch gleich meine Meinung zu sage. Ich habe das Ganze hier einfach mal Paradebeispiel, ein Balenciaga-T-Shirt mitgebracht, in einem grau melierten Stoff. Ist ein cooles T-Shirt. Ist auch ein Zahn der Zeit gerade einfach. Also das T-Shirt wird jetzt ein paar Jahre wirklich in Mode sein, aber irgendwann haben die Leute sich an sowas auch satt gesehen. Dafür, dass sowas immer wirklich relativ teuer ist, ich weiß gar nicht genau, wo die liegen, ich glaube 300-400 Euro, tippe ich jetzt einfach mal, würde ich dementsprechend von sowas eigentlich abraten. Es sei denn, man macht das Ganze schlau, trägt das eine Zeit lang und dann irgendwann verkauft man das wieder Secondhand und hat einen ganz minimalen Verlust oder so teilweise, je nachdem, wie selten so ein T-Shirt ist, auch gar kein Verlust. Balenciaga T-Shirt, wie gesagt, habe ich hier in Grau. Ich habe das zu Hause noch in Blau, das ist gerade in der Wäsche. Trage ich zwar immer wieder gerne, aber ob ich das Ganze nochmal so machen würde, weiß ich aktuell nicht. Wenn ich von irgendwelchen Designern Sachen irgendwas auf jeden Fall wieder machen würde, dann wahrscheinlich T-Shirts oder Jacken. Zu dem Thema Jacken kommen wir gleich noch. Aber Jeanshosen, wie gesagt, habe ich schon gesagt, definitiv würde ich von abraten. Oder Schuhe, auch definitiv wirklich nur Schuhe, die man langfristig benutzen kann. T-Shirts, ja, Balenciaga. Ja. So, dann habe ich als nächstes T-Shirt ein Dior-T-Shirt. Und zwar, das gab es, glaube ich, letzten Sommer zu kaufen mit so eingestickten Christian Dior Paris. Ist ein sehr, sehr cooles T-Shirt. Eigentlich, das ist zum Beispiel dies, was ich auch noch in, ich sag mal, 20 Jahren anziehen könnte, wenn es mir passt. Ist ein cooles Teil, merkt man auch krassen Qualitätsunterschied, aber ich glaube, auch da müsst ihr euch sicher sein, dass sowas immer relativ teuer ist. Es gibt von Dior auch immer seasonabhängig verschiedenste Muster etc. Da würde ich euch wirklich empfehlen, sowas Zeitloses zu nehmen und nicht so krasse Muster. In dem Fall wirklich eigentlich kein Fehlkauf, wohingegen so ein Balenciaga-T-Shirt würde ich schon fast sagen, ist ein Fehlkauf. Und bin ich sehr, sehr happy mit, wie gesagt, kriegt man auch nicht mehr. Das gab es, glaube ich, in Schwarz und in Weiß. Und dann gab es das Ganze sogar noch als Pullover. Und wie gesagt, das ist mein Dior-T-Shirt. Kommen wir zum nächsten T-Shirt. Und das nächste T-Shirt ist eigentlich ein Witz, weil das ist ein Saint Laurent-T-Shirt.
ganz simpel gehalten, Saint Laurent Paris. Ich glaube, das gibt es sogar gerade aktuell noch zu kaufen. Ist ein bisschen oversized geschnitten, aber ich muss sagen, es fällt extrem, ich sag mal, scheiße, weil hat einen coolen Schnitt, aber das Material ist so dünn und ist eigentlich ein Witz, für was, wie viel Geld die für so ein T-Shirt haben wollen, was das für eine Qualität ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ein T-Shirt, da würde ich definitiv in Zukunft von abraten. Und ja, ist nice to have, aber im Endeffekt wirklich unnötig. Und dementsprechend auch hier würde ich sagen, ist definitiv ein Fehlkauf. So, kommen wir zum letzten T-Shirt auch. Hier haben wir ein Evergreen von Saint Laurent. Das ist, glaube ich, dieses Vampire, hast du nicht gesehen, T-Shirt. Auf jeden Fall auch hier muss ich sagen, ist okay, das T-Shirt. Ist im Endeffekt auch ein zeitloses Ding, weil das so diese, ich sag mal, diese Saison zwischen 2013 und 2015 da, wo das Ganze wirklich, oder 2016 sogar, wo das Ganze modern war. Und hier würde ich sagen, das Muster ist relativ, ja, zeitlos im Endeffekt. Natürlich muss einem das gefallen. Schnitt ist auch relativ normal, jetzt kein Oversize-Schnitt oder sowas. Also man kann das Ganze schon tragen, aber da würde ich auch sagen, es ist auf jeden Fall ein Fehlkauf, weil, ja, keine Ahnung. Im Endeffekt, ich trage es nicht wirklich gerne. Ich habe es mir damals gekauft, ich fand es cool, hier hast du nicht gesehen, aber irgendwann hat man sich an solchen Sachen auch satt gesehen. Und im Gegensatz zu sowas hier zum Beispiel von Dior, das ist relativ zeitlos und ich würde von sowas hier auf jeden Fall in Zukunft Abstand halten und ja, Name oder Branding ist nicht immer alles. So, kommen wir zum Thema Jacken. Bei Jacken habe ich jetzt hier auch noch ein paar Beispiele, sogar zweimal in verschiedenen Colorways, weil mir die Sachen so gut gefallen, habe ich davon verschiedene Colorways gekauft. Fangen wir an mit meinen Flannels und das sind beides Off-White Flannels. Das seht ihr hinten auch dran. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ja, sind ganz coole Flannels und man merkt auch deutlich einen Qualitätsunterschied. Die haben damals, glaube ich, 650 Euro gekostet. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das hier, das Rote, habe ich mir im Nachhinein noch im Sale gekauft. Das Schwarz-Weiße feiere ich und werde ich auch in Zukunft immer noch feiern. Natürlich hinten sehr gewöhnungsbedürftig und das muss man mögen und auch bewusst sein, dass man hinten sowas Krasses auf dem Rücken drauf hat von Off-White. Ja, keine Ahnung. Wo ich sagen muss, was sich auf jeden Fall gelohnt hat, ist die Qualität. Also die Qualität ist im Vergleich zu meinen anderen Flannels einfach eine ganz andere Liga. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Qualität und dementsprechend kann ich euch zu solchen Pieces, wenn ihr die dann gesehen habt, euch die gefallen und ihr die auch in der Hand habt und sagt, hey, nice Qualität, das ist auf jeden Fall ein Merkmal, wo ich sage, das kann ich jahrelang tragen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Denn Jacken sind auch so ein Thema. Wenn das Ganze nicht zu bunt und extravagant ist, könnt ihr jedes Jahr immer wieder rausholen. Cool kombinieren. Natürlich auch abgestimmt auf irgendwelche Trends oder sonstiges kann man das kombinieren. Und die Jacken sind auf jeden Fall definitiv kein Fehlkauf. Kommen wir zu meiner teuersten Jacke. Und meine teuerste Jacke ist eine Saint Laurent Biker Jacket. Das ist jetzt hier eine Suit Biker Jacket. Die habe ich auch noch in Glattleder. In dem Fall ist das jetzt die Suit-Variante in Schwarz. Ja, was soll man dazu sagen? Die Jacke kostet, glaube ich, fast 4.500 Euro. Wobei ich hiermit sagen muss, auch die habe ich mir bei Luisa Via Roma damals im Sale gekauft. Ist eine sehr, sehr coole Jacke, aber ich muss sagen, ist eigentlich ein Fehlkauf. Also nicht vom Schnitt oder sonstiges oder von der Qualität. Extrem krass, also man merkt einen riesigen Unterschied, wie das Ganze geschnitten ist, wie das Ganze sich anfühlt, egal ob es Knöpfe oder Reißverschlüsse sind. Es ist einfach wirklich over the top, aber dieser Kosten-Nutzen-Faktor ist definitiv nicht gegeben. Ihr könnt gucken, sowas gibt es auch immer wieder, zum Beispiel H&M oder Selected Om, Suit oder beziehungsweise Wildlederjacken. Gibt es in ähnlicher Qualität für, ich sag mal, 200 bis maximal 500 Euro. Und wenn man überlegt, dass sowas hier einen Startpreis hat, wenn man das jetzt nicht sich im Sale kauft von 4.500 Euro, ist es eigentlich ein Witz, wie gesagt. Man zahlt natürlich auch den Namen mit, man zahlt auch natürlich auch den Designer mit, etc., das Image, bla bla. Aber ich habe hier kein riesiges Branding drauf oder sonstiges. Ich bin auch froh, dass ich die Jacke habe und ich werde sie auch wahrscheinlich an meinen Sohn vermachen. Aber im Endeffekt kann ich euch sagen, für Kosten-Nutzen-Faktor muss jeder für sich selber abwägen. Ich bin froh, dass ich sie habe, aber eigentlich unnötig, unnötig, unnötig. So, und dann kommen wir zu meiner letzten Jacke und eigentlich auch meine Lieblingsjacke und das ist die Saint Laurent Teddy. Auch hier seht ihr wieder Saint Laurent. Ich habe die mir damals als allererstes in Schwarz gekauft. Ich glaube, die kostet 1,8. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist eine sehr, sehr bekannte Jacke, haben ganz viele Stars,
Influencer etc. am Start und ich war wirklich einer mit der ersten, der diese Jacke am Start hatte und ich kann euch sagen, eine sehr, sehr coole Jacke. Ich habe die jetzt wirklich bestimmt schon 4 oder 5 Jahre und sehr cool und ich trage die immer wieder gern und ich nehme sie auch mit in allen möglichen Teilen der Welt, wenn ich irgendwo hinreise und definitiv für mich kein Fehlkauf. Aber Kosten-Nutzen-Faktor muss man das für sich selber abwägen. Ich trage sie sehr, sehr viel, deswegen sage ich, hat sie auf jeden Fall gelohnt. Aber 1,8 ist natürlich ein krasser Preis und da gibt es noch eine Alternative. Und zwar gibt es zu jeder Season immer verschiedene Colorways, die es immer nur seasonabhängig gibt von der Saint Laurent Teddyjacke. Und diese grüne hier zum Beispiel in diesem Olivgrün habe ich mir damals im Sale gekauft bei Saint Laurent. Da gibt es immer einen kurzen Zeitraum, wo es sowas gibt. Und die gab es online, nicht mehr in meiner Größe, aber dann noch im Store in Berlin. Und dann habe ich da angerufen, beziehungsweise eine E-Mail hingeschrieben, ich würde das gerne haben. Dann haben die das Ganze für mich abgewickelt. Im Endeffekt habe ich dann an die überwiesen und die haben die Jacke dann zukommen lassen. Und das ist das gleiche wie die schwarze. Das sind eigentlich meine beiden Lieblingsjacken. Und ich kann euch sagen, sehr, sehr cool, nice to have und finde ich auch sehr, sehr nice. Das ist ja im Endeffekt auch etwas, mit dem man flext quasi, dass man sowas besitzt. Aber ja, Designer. Ich würde ja davon abraten, weil coole Designer-Sachen sind wirklich nice to have, aber im Endeffekt kommt es darauf an, was ihr für einen normalen Kleiderschrank habt. Sehr, sehr gute Basics, sehr, sehr gute Klamotten, die ihr immer wiederkehrend rausholen könnt, kombinieren könnt, wo ihr wirklich langfristig was von habt. Solche Sachen sind teilweise nur zeitabhängig, solche Sachen sind teilweise wirklich unnötig und dementsprechend kann ich euch zum Abschluss dazu sagen, nice to have, aber muss nicht sein. Wie gesagt, wo jeder sein Geld selber ausgibt, muss er selber entscheiden. Ich habe das teilweise investiert, würde ich es heutzutage machen. Wahrscheinlich eher weniger, nur noch vereinzelt bei Kleinigkeiten. Aber im Endeffekt, ja, das sind so mit meine teuersten Sachen aus meinem Kleiderschrank. Und ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Vergesst an der Stelle auf jeden Fall nicht ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace. Ciao.